Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Risen Popissen, Junge. Und wir gehen jetzt in die geile Stadt des Sees, die Hafenstadt. Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Kartoffeln schälen. Deshalb will ich ja rein. Deshalb will ich ja rein. Boah, richtig aggressive. Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Ja, Vollidioten. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Alter, wenn du die ein bisschen alle Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Na gut. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke so musst wenig. Du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Hm. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Hm. Okay. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Nice. Von wegen Arschloch. Ich bin gespannt, wie die Dialoge sind in Risen. Wie ist die Situation? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Don Esteban? Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Es ist übelst schlau, Bauern wegzusperren. Übel schlau. Ja gut, die Novizen machen das jetzt, aber die sind natürlich auch sehr gut darin, natürlich. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Hä? Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Ah. Ah. Don Esteban war hier der Stadt... Stadtinhaber, sagt man das so? Stadtoberhaupt? Ja, wie war der Name? Stadt... Bürgermeister, Stadt... Stadtkommandant? Ja... Ich glaube, das ist das Wort. Und dann kam Inquisition, hat ihn weggefickt. Er hat ein paar seiner Jungs da gelassen, das sind jetzt Banditen. Und ist in den Sumpf geflohen und hat dort das Banditenlager aufgemacht. Banditenlager. Und sucht Gold in den Ruinen, okay. Und Kommandant Carlos ist der Neue von der Inquisition. Okay. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Ja. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Schön. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Klar. Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Gut. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Gehirnwäsche. Hm. Das könnte mir nicht passieren. Das könnte mir nicht passieren. Ha, das sagst du. Aber ich sage dir, der Inquisitor kennt Mittel und Wege, auch dich gefügig zu machen. Lange er ist ein mächtiger Magier. Und wenn du jemals die Vulkanfestung betrittst, bist du ihm ausgeliefert. Also er scheint auch nicht gerade ein Sympathisant von der Inquisition zu sein. Also, was erwartet mich in der Stadt? Der Leto. Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Das ist halt die Frage, wo ist man besser aufgehoben, wenn man Armbrust und Axt lernen will, ne? Vielleicht lernt man das auch bei beiden. Und für wen arbeitest du?
Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Ja, okay. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Gut, dann gucken wir mal. Das ist eine Axt. Holzfäller-Axt. 20 Klingenschaden. Benötigt Stärke 10. Ich habe 10. Und eine leichte Armbrust. Und die sind teuer. Bolzen. Kriege ich die vielleicht auch so? Ist es schlau, die zu kaufen? Noch brauche ich es ja nicht. Ich bin ja noch nicht in Kämpfe oder so verwickelt. Nein, nein, nein. Sichelstöcker. Sollte ich vielleicht nicht alles verkaufen, oder? Weil, wenn mich einer wegboxt und meine Waffe nimmt. Ich behalte mal die Jagdmesser. Was haben wir noch? Habe ich dafür überhaupt genug Mana? Rechts steht. Ja, okay, ich habe. Okay. Also habe ich, ja. Säge, Besen. Wer weiß, wofür man das noch braucht. Vielleicht für eine Quest. Na gut. Kann ich für Gold handeln? Weil da oben steht jetzt 0. Aber. Ich habe 344. Ah, okay. Okay. Ja, gut. Dann go. Lass mich jetzt in die Stadt. Gut. Wenn du willst, lass ich dich rein. Vorausgesetzt, du hast das Gold. Ja, ja. Ja, hier ist dein Gold. Lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Laber nicht. Pass auf. Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Okay. Viel Glück. Du kannst es brauchen. Rein. Mit Übergang. Schwarzblende. Oh. Huch. Aha, und hier kann ich wieder raus, oder was? Aber, ja, ich spreche erstmal. Was ist, wenn ich jetzt wieder raus will? Oh, hier ist eine Tür. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Oh, okay. Alles klar. Noch eine Wache. Bauer. Ach, die hacken jetzt hier Scheiße, oder was? Kann ich die Milch mitnehmen? Es scheint so. Gut, ich kann Sachen, die offen rumstehen, mitnehmen. Ja, 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 ja. Ja, verschwinde von hier. Ist ja gut. Meine Fresse, ich gehe nur die Treppe hoch. Bertha. Was? Und eine Kuh. Eine Kuh und Bertha. Gut. Kann ich mit dem reden? Hallo, Bauer. Hallo, Fremder. Was machst du hier? Ich hatte Glück. Der Händler Konrad bezahlt mich, damit ich auf seine Kühe Acht gebe. Richtig, der Penner. Alter, guck dir mal an, was der anhat. Ja, ja. Das ist das Gesetz des Inquisitors. In der Stadt seid ihr sicher, haben sie gesagt. Aber dass wir nicht satt werden, davon hat keiner gesprochen. Ah, sehr unzufrieden, die Leute. Ich verstehe. Warte mal hier. Da darf ich nicht rein, wahrscheinlich. Na gut, gehen wir weiter. So, moin. Arno. Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Halt's Maul, Junge. Guck mich mal an, Alter. Ich bin schiffsbrüchig. Ist krank. Hast du keine Arbeit? Hast du keine Arbeit? Ich habe die Kühe bewacht. Aber jetzt ist meine Frau krank. Die paar Münzen, die ich noch habe, reichen vorne und hinten nicht. Na gut, das wird sich wahrscheinlich auszahlen später. Hier hast du 25 Goldstücke. Danke, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, schon gut. Nochmal danke. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es ist. Jetzt halt's Maul, gib mir lieber dafür irgendwas. EP oder so, ja. Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Martha, meine Frau ist schwer krank. Das sagtest du bereits. Das Schlimmste. Gut. Was stimmt nicht mit deiner Frau? Sie ist ich schwanger. Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruine. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen.
Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe, Meister Belschwur kann ihr helfen. Meister, what the fuck? Wer ist Meister Belschwur? Ein Magier aus der Vulkanfestung. Du findest ihn hinten, in der Gosse, am Schrein der Flamme. Er ist der Einzige, der sich um uns Bauern kümmert. Ja, schön. Ah, hier ist die Martha. Steh mal auf, Martha. Ich will doch nur schlafen. Steh auf! Steck die... So ja, ist es gut. Du Fotze! Du bist gar nicht krank! Die ruht sich nur... Apfel kann ich den nehmen, ja, ne? Gut. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher. Bei Gothic 3 war das ein bisschen random. Delgado, der sieht aus wie ein Bandit. Du bist doch neu hier, oder? Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet. Hey, psch. Schön Schnurrbart hast du da. Und wenn es so wäre? Keine Angst, ich verrate dich nicht. Schließlich wollen wir ja keinen Ärger mit dem Gesetz kriegen. Bandit. Und ich habe schon mehr als genug davon. Ich weiß es, du hast eine coole Rüstung, die will ich. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Geil, bei ihm muss ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Ist halt die Frage, ne? Wer ist besser mit für Axt und Armbrust? Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Den hau ich um. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Nice. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Okay. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Ha, er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Wie kann ich dir helfen? Costa, der Pfandleiher, macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Nice. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Na, hau den Schläger um, Junge. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Immer dieser Move. Okay. Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Wenn du ihn ordentlich verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein.
Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen. Und das willst du das ja nicht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gut, dann hat sich das geklärt. Nice. So muss man das also hier handhaben. Na gut, also jetzt, das hier scheint die Gosse zu sein. Warte, ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Und schwul. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Ja, und? Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Du fäst deinen Stab an der Klinge an. Das ist, gut. Was weißt du über Delgado? Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Das wissen die? Sie stehen, haut die doch um. Und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Hä, hey, aber wenn er weiß, dass das ein Bandit ist, dann... Was unternehmt ihr wegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Dann hau ihn kaputt! Kommandant Carlos hat mich und meine Kameraden losgeschickt. Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen das Handwerk legen. Ich kümmere mich um Delgado. Ja, hier, warum schon, ne? Warum schmeißt ihr die Banditen nicht einfach aus der Stadt? Meinst du, das haben wir nicht probiert? Die Galgenvögel tauchen immer wieder auf. Keine Ahnung, woher die kommen. Nein, wenn du willst, dass die Typen verschwinden, musst du dafür sorgen, dass sie nicht wiederkommen wollen. Wenn du uns helfen willst, musst du dich entscheiden. Hilfst du denen, werden sie hierbleiben. Hilfst du uns, werden sie verschwinden müssen. Wie kann ich euch helfen? Nur mal fragen. Ich muss herausfinden, was Delgado plant. Seit ich ihn beobachte, hält er sich zurück. Aber er hat irgendwas vor. Du kommst an ihn ran und kannst es für mich herausfinden. Das wäre halt zusammen sehr werden easy. Wir seine Pläne vereiteln. Das ist halt echt easy, ne? Das wäre der einfache Weg, aber ich entscheide mich noch nicht. Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Es gibt nicht viele, die sich freiwillig melden wollen. Unser Kommandant wird das zu schätzen wissen. Wir können das ist eigentlich schon. Ob als Magier oder Ordenskrieger, die Entscheidung liegt dann bei dir. Und du bekommst natürlich auch eine Belohnung für jeden Banditen. Weißt du, die Aussage, es meldet sich nicht jeder freiwillig, zeigt eigentlich schon, dass ihr ein Scheißverein seid. So, muss ich einfach mal so sagen, ne? Wie hoch ist die Belohnung für Delgado? 100 ehrlich verdiente Goldstücke. Das ist ja 50 weniger, als ich von Delgado... Fick dich! Nee. Okay, ich höre mich erstmal um, so. Ich muss herausfinden, wo ich am besten... Was lerne? Oh, lol. Kriegt das wer mit? Gibt's hier so einen Trigger wie in Gothic? So nach Fuller. Ist vielleicht der Schläger, wa? Costa, aha. Elias. Das hier scheint auch noch die Gosse zu sein. Hier ist auch noch was. Nee. Gut, wie machen wir das? Reden wir einfach jetzt mit allen 1000 Leuten? Ist das hier so? Was willst du hier? Junge, ist doch gut. Na gut. Hast du dich schon umgesehen? Suchst du etwas Bestimmtes? Ja. Eine Pfanne aus Gusseisen? Nee. Oder eine Halskette? Nee. Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Alter, kauf dir mal Pupillen. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Der ist ja richtig unheimlich. Du bist also Händler? Nein, nicht wirklich. Wieder der Ich bin Bauer. Ich verkaufe die Sachen nur, weil ich es muss. Zum Glück bin ich nicht gezwungen, zu Costa zu rennen. Wieso? Was ist mit Costa? Handleier, er ist ein Betrüger und nutzt unsere Situation schamlos aus. Er kauft ihnen ihre Waren weit unter Wert ab und verkauft sie dann weiter. Also wenn du ein gutes Werk tun möchtest, sieh dir meine Waren mal an. Warum verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Ich hätte ja mit der Hacke lang. Händlerviertel rennen? Nein, die Händler dort wollen uns nicht haben. Wir haben nicht genug Gold, um ihre Waren zu kaufen. Selbst die Weißen wollen uns da oben nicht sehen und jagen uns davon. Da bleibt vielen von uns nur der Gang zu Costa. Okay, also es gibt auch wieder so eine Art oberes Viertel und die Gosse. Wobei es ja eigentlich relativ schick aussieht. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Es gibt 3 Viertel in der Stadt. Wir sind hier in der Gosse. Das ist die gesamte Straße oberhalb des Hafens. Weiter unten am Wasser ist das Hafenviertel. Es reicht vom Leuchtturm bis zu den Lagerhäusern und der Gefängniszelle am Ende des Kais. Hab übel Im Bock, Händlerviertel leben die reichen Bürger und Händler. Dort ist auch das große Haupttor der Stadt. Erzähl mir was über die Gosse. Die Gosse nennt man alles oberhalb des Hafens.
Hier wohnen vor allem die armen Leute und auch die meisten von uns Bauern. Am Ende der Gosse hat Meister Belschwur eine Suppenküche eingerichtet. Er ist ein Magier aus der Vulkanfestung und hilft den Bedürftigen. Sonst gibt es hier noch Flavio, ein Händler. Er hat sein Geschäft ebenfalls am Ende der Gosse, direkt neben dem Schrein. Wenn du ein Bier trinken willst, geh zu Josh. Er hat hier eine kleine Kneipe. Gut. Erzähl mir was über den Hafen. Im Hafenviertel findet ein Seemann alles, was er auf Landgang braucht. Also eine Kneipe und das Bordell. Geil! Den Leuten sitzt das Gold zwar nicht mehr so locker wie früher, aber wenn du ein bisschen Vergnügen suchst, bist du dort genau richtig. Bei den Lagerhäusern findest du viele ehemalige Fischer und Arbeiter. Eines der Häuser wurde vom Orden beschlagnahmt. Was sie dort lagern, weiß ich nicht. Sonst noch was? Ja, die alte Hafenmeisterei ist ebenfalls vom Orden beschlagnahmt worden. Dort haben sie ein Schlachthaus eingerichtet. Wenn du genug Gold hast, kannst du dort Fleisch kaufen. Aber komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Das Haus wird gut bewacht. Hört sich beides so an, als könnte man da gut einsteigen. Erzähl mir was über das Händlerviertel. Wenn du Gold hast und gute Ware suchst, solltest du dorthin gehen. Rund um den Platz beim Haupttor gibt es viele Händler mit gutem Angebot. Wir Bauern sind dort nicht gerne gesehen. Wir vertreiben angeblich die guten Kunden. Pah, als wenn es die hier noch geben würde. Okay. Oha. Ja, toll. Kartoffeln, Alter, eklig. Bah, bah. Ja gut, gehe ich mal weiter, beziehungsweise rede hier mit Costa. Willkommen, ich bin Costa, der Pfandleiher. Wenn du irgendwas brauchst, ich kann's dir besorgen. Was verkaufst du so? Alles, was ich in diesen schwierigen Zeiten auftreiben kann. Ich habe Waffen, Tränke, Schmuck, Spruchrollen und vieles mehr. Wenn du es brauchst, kann ich dir sogar ein Bett besorgen. Wo bekommst du deine Waren her? Da keine Waren mehr in die Stadt hineinkommen, muss man halt das verkaufen, was bereits hier ist. Es ist halt so dumm, die Situation. Die Bauern, die armen Schweine haben kaum genug zum Leben. Für ein paar Goldmünzen verkaufen sie dir auch ihr letztes Hab und Gut. Ja, du bist also ein Hurensohn. Du beutest die Bauern aus. Gut, ich gucke erstmal, was er hat. Machete! Geil. Coles Jagdbogen. Der Name Cole ist eingraviert. Okay. Offiziersrock. Klamotten. Okay, Schmiedehammer, Goldschmiedhammer, Goldschmiedzange. Ja, ich glaube, ich rede erstmal nicht weiter mit ihm, weil das wäre dann halt provozieren, genauso wie sein Hi. Schläger wahrscheinlich. Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Ist ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen. Ich werde nur bezahlen, um hier aufzupassen, also frag mich nicht sowas. Okay, also den könnte ich jetzt auch provozieren. Der hat nur einen Stock. Aber ich habe halt null Defense außer mein Schild, von daher. So, wer bist du? Bauer. Was ist das hier? Ist das ein normales Haus? Was oder? Hast du hier zu suchen? Oh, eine nackte Frau. Also fast. Es gibt hier Frauen! Krass, ne? Fällt mir gerade so auf. Es gibt hier Frauen, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Also ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Eigentlich nicht, aber es gibt Frauen. So. Hey, warte mal. Salty! Ich hab den besten Fisch der Stadt. Und du hast das ist Glück, Sola. Weil heute ist und du bist, mache ich dir ein super Angebot. Der sieht aus wie Sola, hätte er Bart. Wenn du bei mir einen Fisch kaufst, erhältst du einen weiteren gratis dazu. Das sind 2 Fische für den Preis von einem. Stell dir das mal vor. Ist das nicht unglaublich? Alter, an ja, dem Fisch da ich sind kann's übel wirklich viel... kaum glauben. An dem Fisch dahin sind übel viel eklige Fliegen, du Schmoggo, ey. Sola, mach mal so... ist genau wie in unserer Wohnung, ey. Was hast du für Fische? Ich hab alle. Hering, fangfrisch. Und Scholle ebenfalls ganz frisch. Ist ja. Das alles? Nein, ich hab noch ein Hai im Angebot. Ein schönes High-Steak weckt alle müden Lebensgeister. Ja. Solltest du unbedingt probieren. Ja. Redest du immer so viel? Was soll ich denn machen? Keine Sau will meine Fische. Hätte ich diesen Scheißstand bloß nie gekauft. Hab mein ganzes Gold dafür hergegeben. Ich hab einfach keinen blassen Schimmer vom Fischgeschäft. Aha. Warum verkaufst du den Laden nicht?
Willst du ihn haben? Ich? Nein, ich habe keine Ahnung von Fischen. Siehst du, so geht das den meisten hier. Nur ich bin dann auch noch so doof, dann einen Fischstand zu kaufen. Ich könnte mir in den Hintern beißen für diese Dummheit. Tja. Kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir jemand finden, der den Laden kaufen will. Ich kann hier nicht weg. Ich werde einen Käufer für deinen Laden finden. Das ist ja großartig. Nicht so voreilig, noch habe ich keinen Käufer gefunden. Wollte gerade sagen, ey, komm. Aber runter. Das wirst du, mein Freund, das wirst du. Hier, ein Highsteak. Geht aufs Haus. Geil. Wo kann ich einen Käufer finden? Vielleicht am Hafen. Du könntest auch in der Kneipe fragen. Da gibt es bestimmt jemanden, der geeignet ist. Frag mal bei ehemaligen Fischern. Da könntest du Glück haben. Was kostet dein Laden? Also zusammen mit der Ware, sagen wir, 300 Goldstücke. Okay, weiß ich Bescheid. So, rechts geht's jetzt. Ist das noch Gosse? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Wache. Finn. Doch, hier ist... Guck mal, warte. Pavel. Flavio. Bellschwur. Aha, doch, dann ist noch Gosse. Beziehungsweise Ende der Gosse. Dann reden wir mal mit Finn. Hi. Hi, ich bin Finn. Moin, du Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten. Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Was suchst du denn für Arbeit? Egal. Ich nehme alles. Alles klar. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belchvor der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Hä? Würdest du einen Fischstand kaufen? Salty hat mich schon gefragt. Vergiss es. Ich bin Bauer. Sola hat mich schon gefragt. Ich habe keine Ahnung von Fischen. Frag lieber im Hafen. Gut. Ja gut, dann... Ja, heute ist halt nur reden, Leute. Aber muss sein. Hier ist Belchvor. Was ist hier? Münze. Aha. Gilles, Junge. Das ist schon Gilius, ey. Dann wäre ich direkt auf Kage. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belchvor zur Seite. Ist das nicht ein Mädchenname, du Schwucke? Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Oh, aber ja, jetzt aber hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Aha. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors... Der redet schon so besonnen, da kriege ich Aggression, Alter. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Großen Einfluss? Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Der redet sehr gut artikuliert, muss ich sagen. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Erzähl mir mehr über Kommandant Carlos. Er ist Krieger des Ordens der Heiligen Flamme. Die meiste Zeit verweilt er oben im Wachhaus der alten Stadtwache. Doch seine weißen Ordenskrieger sind stets wachsam und halten Ordnung in der Stadt. Die ihre Klingenstäbe an der Klinge anfassen. Ja, die sind fähig. Was stimmt nicht mit den alten Stadtwachen? In den Tagen, bevor der Inquisitor hier ankam, waren sie dafür verantwortlich, in den Straßen für Ordnung zu sorgen. Don Esteban hatte sie alle unter Kontrolle. Doch heute haben die Ordenskrieger hier das Sagen. Leider kümmern sie sich zu wenig um das Volk. Die alten Stadtwachen machen heute ihr eigenes Ding. Sie sind korrupt geworden und würden für Gold und Vergnügen alles tun. Auch wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden.
Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes. Jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Das habe ich letztes Mal gemacht. Wenn du auch Novize werden willst, und das war lame. Dann halte dich am besten an Meister Belschwur. Wie bist du Novize geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Meister Belschwur meinte, ich hätte das Zeug dazu und gab mir seinen Segen. Nachdem ich auch Kommandant Carlos von mir überzeugen konnte, durfte ich unbehelligt in die Vulkanfestung gehen und meine Ausbildung dort beginnen. Eines Tages werde ich ein mächtiger Magier sein. Ja, träum mal weiter, Lappen. So, was haben wir hier? Darf ich hier rein? Anscheinend. Oh, lol, da sitzt einer. Cole. Ja, gut. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ich bin gespannt. Ich habe richtig Bock, die Stadt zu entdecken. Jetzt müssen wir natürlich erstmal mit allen so alles abquatschen. So. Das zieht sich ein bisschen, muss aber sein. Aber danach können wir hier richtig auf die Kacke hauen. Da habe ich Bock drauf, Leute. Also. Wir sehen uns morgen. Haut rein, bleibt stabil. In dem Sinne. Tschüss.